So, und los sind wir hier bereit für den zweiten Match mit Luxembourger Bedienung heute am zweiten Tag beim Novotelcup 2017. Und bei mir hier für eine schöne Pressewand ist den Dieter Scholl, Trainer von den Luxembourger Herren. Dieter, der hat auch nicht viel Möglichkeit mit deren ausländischen Spielern, nicht mit deren ausländischen Spielern, wir werden Spieler von Luxemburg, die am Ausland aktiv sind, am Vierfeld zu trainieren. Wie seht ihr aus? Das ist richtig. Wir haben heute Morgen das erste Training zusammen gemacht mit der kompletten Mannschaft. Und die Woche davor sind wir Stück für Stück zusammengewachsen. Aber ich sehe das nicht als Problem. Es dürfte kein Problem sein. Das heißt, die Einstellung stimmt in der Mannschaft. Jetzt hat Deutschland gestern schon ein erstes Spiel. Ist das jetzt Vorteil oder Nachteil für euch? Ich glaube, da müssen wir nach dem Spiel nochmal drüber reden. Im Moment sehe ich da keinen Nachteil drin. Wir hatten einen Tag länger, um uns vorzubereiten mit der Mannschaft. Also ich sehe jetzt keinen Nachteil drin, aber auch keinen Vorteil. Du hast vor dem Turnier Deutschland als klaren Favoriten ausgegeben. Nun haben die gestern gegen Island dann doch ein bisschen überraschend einen Satz abgegeben. Ist Island jetzt so stark oder Deutschland nicht so stark? Ich glaube weder noch. Deutschland hat gestern auch nicht mit der besten Mannschaft, glaube ich, gespielt. Das werden wir gleich sehen. Ich vermute, dass meine Einschätzung richtig war. Also das sehen wir aber gleich. Sehen wir gleich. Auf jeden Fall erwartet uns ein spannendes Spiel heute. Kannst du schon was zur Aufstellung sagen oder willst du das noch nicht verraten? Also ich kenne sie schon. Die Spieler kennen sie auch schon. Wir spielen im Prinzip mit der 6, die auch die letzten Spiele alle gespielt haben. Es gibt jetzt keine Überraschung. Da gibt es keine Überraschung. Trotzdem hast du auch vor dem Turnier schon angekündigt, die einen oder anderen Spieler mehr Zeiten zu geben. Werden wir da heute schon was von sehen oder ist das für die nächsten Tage erst geplant? Also fest geplant ist es erst für die nächsten Tage, aber der Unterschied zwischen den Spielern ist nicht besonders groß. Und es hat jeder, der draußen steht, auch die Chance reinzukommen. Das ist natürlich vom Spielverlauf abhängig. Das werden wir dann gleich sehen. Eine letzte Frage. Ihr habt mit Sicherheit auch das Spiel der Deutschen gegen Island gestern gescoutet. Was für Schlüsse konntet ihr daraus ziehen? Eher wenig. Also ich gehe davon aus, dass die Mannschaft halt nicht auf dem Feld steht, die gestern auf dem Feld gestanden hat. Wir wissen, was sie spielen können. Aber sehr viel konnten wir aus dem Spiel jetzt nicht lesen gestern. Dann viel Erfolg, Dieter, und ich hoffe, dass das Publikum euch tatkräftig unterstützen wird. Ja, das ist ganz flott, das ist super, wie viele Zuschauer hier sind. Die macht mich richtig stolz. Die Jungs, die sind richtig heiß zu zeigen, was sie können. Und vielen Dank, dass alle da sind. Merci, Dieter Scholl.
Dann auch von mir herzlich willkommen den Abend. Hi. Eise feiert das letzte Match von diesem Tag bei der 30. Edition vom Novotelcup 2016-2017. Auch hallo beim Herrenmatch, wo als Herren gegen Deutschland wird spielen. Hummer Eisen, Lux Golfhaus, Novotelcup, Golfpot Challenge wurden Ford Focus ST am Wert von 25.000 Euro zu gewonnen. Wie viel drin wird der Kandidat zwischen dem ersten und zweiten Satz gelöst? Das kann ja sie nicht nur mit Blick D, E und F dabei, sondern auch der Block A. Das ist den hier, Hannah, mal Ritz, der ist auch mal dabei. Das ist all Mensch, der auf einem Sitzplatz ist, am Block D, E oder F oder A, der kann im Gewinnspiel D hören. Gewinnspiel selber ist zwischen dem zweiten und dritten Satz. Wo wir uns 10 Minuten Pause tun. Ich wiederhole ein Kehr. Just die Leute, die auf einem Sitzplatz sitzen und recht im Konkurs teilzuhören. All die anderen sind leider ausgeschlossen. Ganz geschwollen geht es also los mit der Präsentation von den Kippen. Auf der linken Seite sehen wir an den weißen Trikot in Deutschland. Deutsch U21. Nächste Woche spielen sie Weltmeisterschaftsqualifikation an der Formation, wie sie nur hier sind. Und alle gut spielen sie an der ersten deutschen Bundesliga. Also, das schon. Er geht nach Matt, ganz hohem Niveau. Die deutschen Jungen erinnern mal drin. Vor rund 2 Jahren waren die deutschen U19 auf Besuch. Die hatten im Ende Tournoi gewonnen. Respektiv, sie hatten gegen Lützebäuer gewonnen und noch ein Etlisch. Von denen sind nur an der U21 mit dabei. Also ein bekannter Terrain. Hier die deutschen Spieler. Hi am Gymnasium von der Kock. Hier die Leute, die noch ein Klatschpappe wollen, die fangen auf der runden Tisch unter dem Comptoir, bei der Buvette oder an der Entree. Also, für Avios Amateur, wer ein Klatschpappe will, die finden ein an der Entree und auf der Stehtische unter dem beide Kippen also hier am Gang sich am Service anzuspielen. Lützebäuer hier hat mittlerweile 5 Legionären in der Equipe. Neben dem wohl bekanntesten Kamil Richlitzki, den bei Noliko Mazeik an der höchsten belgischen Division spielt. Hat denen noch Champions League gespielt. Wer dann auch den Chris Seutberg mit der 14, den bei Tour Volleyball spielt, in Frankreich. Könnt trainieren mit der ersten Equipe, die auch die spielen den Champions-Titel in Frankreich macht. Spielt aber hauptsächlich an der zweiten Equipe. Dann ist den Steve Weber mit der Nummer 9. Gucken, ob den hat, ob Terra könnt. Den spielt beim TV Bliesen am Saarland. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren. Was die dritte Text Deutschliga aus?
Und dann haben wir die Jan Lux und Dominik Husi, die alle zwei in der höchsten Schweizer Division spielen, beim VBC Einsiedeln. Und wir sind schon bei Fönne Wukom. Aber schon habe ich sechste vergiss. In den Trikobas, den Jamal Belawisi. Hier in unserem Trick, an Login, die Kippe für gestaut. Mit der Nummer 1, André Ilmer. Mit der Nummer 2, Moritz Rauber. Mit der Nummer 3, Johannes Schief. Mit der Nummer 5, Maximilian Auste. Mit der Nummer 6, Johannes Thiele. Mit der Nummer 7, Corbin Balster. Mit der Nummer 8, Paul Henning. Mit der Nummer 9, Igor Bogatschew. Mit der Nummer 11, Tobias Krick. Mit der Nummer 12, Johannes Münisch. Mit der Nummer 13, Stefan Thiel. Mit der Nummer 15, Florian Krage. Mit der Nummer 16, Julian Zenger. Mit der Nummer 17, Matti Binder. Head Coach, Johann Verstappen. Und die Hütte vielleicht gemerkt, dass die Nummern ein bisschen durchgerollt. Das kann wohl vorkommen, wenn die Kippen kurzfristig desideren Trikot und wirseln. Aber nun kommen die Lützebäuer. Hoffen wir, dass Eis, da Lützebäuer leben, die Damen und Herren. Mal Applaus. Geht das ganz viel besser. Allez, komm. Matte Nummer 1, Matte Nummer 3, den Mattea Gaji. Matte Nummer 4, Kamil Ritschlicki. Matte Nummer 5, Arno Morold. Matte Nummer 6, Gilles Brass. Matte Nummer 7, Jan Lux. Matte Nummer 10, Matte Nummer 9, der Steve Weber. Matte Nummer 11, der Tim Levert. Matte Nummer 12, der Charles Hoffmann. Matte Nummer 14, der Chris Zütberg. Matte Nummer 16, der Philipp Gliesner. Matte Nummer 17, der Max Funk. Nummer 18, Jamal Belucci. Matte Nummer 19, Max Kiefer, Libero, Matte Nummer 1, Dominik Husi. Meine Damen und Herren, ihr mal über die Nationalhymne kommen. Wir nach zwei Sachen, mit zwei Ehrungen den Abend. Und zwar haben wir für eine 50 Selektion, die am Mai an der Euroleague war, für den Chris Zuidberg. Auch nach einer Zweitehrung. Und zwar ist das auch für eine 50 Selektion den Kamil Ritschlitzki. Schon die 50. Selektion für Lützburg. Den Kamil Ritschlitzki. OP werden da haut ganz viel gucken hei am Gymnasium von der Coca-Cola als echt Nationalhymne. Please stand for the national anthem beginning by Germany.
Dankeschön. Vielen merci. Anelo, Nationalim, Fulletzewisch. Vielen Dank, und auch Shake Hands. Gentlemen, Mesdames et Messieurs, meine Damen und Herren, die Damen und Herren, please welcome the referees of the game. First referee from Azerbaijan, Eldar Aliyev. Second referee from France, Mamdou Bakluti. Voilà, le match Deutschland-Lützburg. Lützburg-Deutschland, so gesagt, dann hier gesehen wir. Starting Six von Deutschland. So fangen sie also an. Hier dann noch mit den richtigen Nummern am Prinzip. Ja, das sieht ganz gut aus. Und geschwind noch, gucken wir uns Starting Six von Lützburg an. Am Gilles Brass, den ob der Endo fängt, dann den Tim Levert, den Jan Lux, den Arno Marol, dann natürlich den Kameri Schlitzki, ob den halt ganz Lützburg wird gucken, wer den alles schon an der Belge gelehrt hat. Und zum Schluss dann den Chris Zeutberg ob der 6, Libro Dominik Husi, und der Coach natürlich Dieter Scholl. Den Tisch ist gedeckt. Spieler sind bereit. Wir sind bereit und wir hoffen, dass wir hier einen flotten Livestream hier können bieten.
von Sportswimming.lu. Wenn euch das gefällt, was wir hier so machen und ihr schon dabei seid, dann los euch einen kleinen Kommentar auf Facebook Sportswimming.lu. Ich möchte an dieser Stelle auch ganz herzlich unsere deutschen Zuseher begrüßen. Wir hoffen, ihr seid zahlreich dabei, wenn eure U21 heute versuchen wird, die Luxemburger in Bedrängnis zu bringen. Jetzt erstmal auf Luxemburg, Libras. Am ersten Punkt doch für Luxemburg. Sehr gespielt vom deutschen Spieler Nummer 6, dem Johannes Tille. Tim Lavertz, fünfte W, Lanscht, Ten, vom Igor Bogachev. Anlo dann Tim Lavertz im Service. Drei Entfeierung im Moment, Viertel Luxemburg. Ja. Guten Service von Tim Lavertz. Sehr nein, herausgespielt. Gute Defense von Gilles Brass. Los, der Tim Lavertz ist der zweite Reihe. Bisschen zu zaghaft. Sehr gespielt durch vom Libro. Clever gemacht. Vom Bogachev. Außen nun der Block von Arno Marold. Technische Fehler heute vom Sender bei den deutschen Libro. Ball nicht proper gespielt. Lux wird jetzt bei einem Service. Zweiten Service, einfach Uwe Hall und dann sehr durch mitgespielt. Hier hat hier Nummer 11. Wir bleiben in der Feierung. Service. Das ist ein bisschen zu verhalten, du fehlt ein bisschen Power. Ball touchiert vom Gilles Brass. Dafür Punkt für die Deutsch. Sie
Dominique Husi, Kaveri Schlicki probiert es. Vierten Ball auszudrecken, aber die Pass, die war zu no. Dafür stimmt der Block natürlich exzellent gut. Die deutsche Jugendspieler, die wissen natürlich, wen sie da vis-à-vis stehen wollen. Wissen, dass die Kaveri Schlicki auch schon Champions League-Erfahrung hat, da das etwas von dem sie nach Bremen. Oh, schlecht Pass ey. Und der Lützebäuer. Und dann muss denen natürlich ein Fred für. So ein neues Talent, wieder der Schlitzke rein. Zum Block. Das gibt Rezeption, Arno Marold bleibt am Netz hängen. Das geht dann auch noch mal in den Punkt, den man möchte. Der ist am Netz hängen geblieben, Loa hat den Punkt gemacht. Loa, da kann man richtig nicht gehen, Pferdis. Gucken wir mal, ob hin die erste Granate kann. Lass uns. Sprungservice. Ja, der war schon nicht fast. Ja, nicht richtig justiert passen zwischen Gilles Braser und Kaveri Schlitzki. First technical timeout. Wir sind aber sicher, dass der am Lauf von dieser Party nach Wert kommen. Lützebäuer SEO Titelverteidiger hei vom Novotelcup. Kommt in 2016 gewonnen, gegen Schweiz, gegen Dänemark, auch noch gegen Island. Island auch das Jahr dabei, aber ist der Gegner am 1. Januar. Ja, das ist der Deutsche Programm, dass der Gibras mit der Passe des Fans. Für die Lützebäuer mal Raum, um die Situation von einem Breakpoint zu bringen. Das soll berühren, so wie es kann hin. Progo bauen, Sprungservice auch von ihm. Ratiert. Lützebäuer sind noch nicht richtig dran am Match, alle gut. Sehr gespielt von Gilles Braas, die wird mit meinem Jan Lux. Ganz Tür gedreht. Jetzt bei der zweiten Gilles Braas im Service. Deswegen steht er doch bei den Deutschen. Sehr gespielt. Ja, muss mehr Druck im Service entstehen, ne? Weil sonst spielen ein paar Heim Bauern, die Deutsch, wie gesagt, sie spielen alle gut in der Bundesliga, die müssen eh Volleyball spielen. Ne? Gut, auf die Passung kann man nicht spielen, am Doublage wird noch einmal machen. Braas auf der Camille, und da sitzt er! Erster Punkt vom Kaveri Schlitzki. Wird lang gedauert, bis er so gespielt kommt, gehen, wie er das braucht.
Mit Sicherheit springt er mittlerweile auch ein bisschen hier hoch. Wieder nach Zürich. Im Training wurde geholt als Profi, aber schon im Training, plus Krafttraining. Aber auch bei den deutschen Kollegen läuft noch nicht alles rum. Den wir hier gesehen haben beim Johannes Münnisch. Und so, Verlies. Eine gute Rezeption sehr gespielt. Ob der Johannes Münnisch an das hier. Sitzt der Ball aber, hat er noch Berlin, das heißt mit dem Terrain. Alle Junge, lange Zeit, dass er ans Spiel fand. Zwei Punkte Rückstand, 10-12. Schon hinten wahrscheinlich schon los. Moment von Litzebäuer nach kein richtiger Weg, lernt den deutschen Block, respektiv auch nicht gegen die deutsche Service. Das ist eine gute Rezeption von Dominik Husi, Arno Marold, Husi an der Defense, also auch du. Also für mein Verhältnis spielt Gilles Bras nicht genug mit dem Kamil Richnitzki. Wenn ich so ein Spieler an meinen Reihen habe, dann muss ich dem auch Ball geben, weil so bin ich mal aus dem Loch raus aus dem Match. So kriegt er den und da sitzt er noch. Voilà! Nicht durch Mitspiele 4, spielt durch mit Hannen, aber Dominik Husi gut verteilt. Und Kamil Richnitzki fand eine Gleisung, ja. Aber auch Defense für den deutschen Sturm Prats. Aufgefallen vom Block. Schiebras, auch der Kamil Richnitzki. Bisschen zu weit, aber auch du hat die richtige Gleisung parat für den Punkt zu machen. Also Luis könnte Maschinerie antrullen, wurde Start am Gefühl. Und das Publikum am Gymnasium, da guckt, die spielt er doch. Aber das geht sehr gespielt hat man dann den Ball nicht präzise genug vom Passer gespielt. Vom Tille eigentlich jemand, nein, okay, ja. An der Wiederholung. Da konnte man den Block an Eisdu fangen.
Timeout gefragt vom deutschen Coach. Coach von Deutschland, der holländische Coach. Dann muss Verstappen. Johann Verstappen. Komm. Serino vom Arno Marol. Der Nordi war ganz gut, da war ganz gute Rezeption noch das Jahr. Und der war aus. Der war aus. Und da fehlt der dritte Punkt an den vierten Lützebäuer. Dutten Desouts vom Egor Bogachev. Zweiten technischen Timeout. Alle Jungen, zwei Punkte für beide, Dominik Husi. Die Schlitzki. Ja, sie kämpfen so schnell jetzt weg. Nächste Chance mit Lützebäuer. Dominik Husi nicht ganz probe, ob die Gibras nachher kam in Rischitzki. Und auch du kriegen wir den Ball nachher abgebaut. Und das Kerl setzt den Ball präzise. Nervt der Bausen in Amterra. Clever gemacht, hey, vom letzte Bayern mit dem Blocker, dem Chris Zeutberg. Das Geburt im Kurz gewischt gehen. Ah, da kann doch schon weitergehen, mal ein Service. Ne, war dran. So soll es sein. So sehen wir noch gerne ein paar Punkte. Ball kann er nicht sehen. Aber nicht schlimm, nächster Ball. Irgendwohin noch so gesucht. Und da ist er, die berühmte Passos-Fan von Gilles Brass. Letzte Bäuer bleiben drin. 70-10. Und Lode Chris Zeutberg, schon mal aus Hinseits, er wisst das Kind nicht ratiert. Wie nach
Beim nächsten Tour. Service, nein, kein, ja, das geht gut. Noch gut Rezeption, sehr gespielt. Touché hat vom Team Lava, dann noch vom Deutsch. Punkt für Deutschland. Nicht ganz so schade, dass ich sehr genau wähle. Da haben wir mal einen gescheiterten Block, aber die Deutschen können abbauen. Und Team Lavat hält den Ball und Karin Schnitzki. Oh, war der gescheite Fan, aber aus! Aber ausfahren! Ja. Ganz knapp. Ganz gut gespielt, ganz gut gesehen noch, dass du Kemi war für den Ball zu verteidigen, aber knapp nicht auf den Linn gesetzt. Team Lavat mit voller Gewalt an den Dreierblock. Und er zwingt den Dieter Scholl zu einem Timeout. Sehr und sehr gespielt. Ander mal noch den Team Lavat sein Punkt. Hallo, geht um Zeit für eine Serie. Weil Uhr ist 21. Wenn die Deutschen nur den Punkt machen, dann sind jetzt schon 4 Punkte Vorsprung. Und das wird dann richtig sauer für bis 25 hier runterzukommen. Aber wo gucken wir mal, das ist ein realisiert. Guter Service, ganz gut. Wo muss der Block stehen? Der steht beim Team Lavat, aber der Ball geht aus. Germany on the court number 17, Matti Binder. Spieler kommt für den Servisten, Matti Binder. Gute Rezeption. Nicht gute Rezeption, muss ich mich korrigieren. Vom Kaveri Schlitzki, der Ball geht direkt rüber. Aber der deutsche Spieler war so irritiert, dass er den Ball nicht. Mei wird nicht gut, mei direkt am Netz kriegen lassen. Auf den Terra, Mathe Nummer 3, den Mattia Gaggi. Spielerwissel auch bei Lützebusch gewischt. Den Laune Marons, den Mattia Gaggi Rocco. Und der Team Lava packt sein Service. Wir sind noch bei Deutschland auf dem Terra, Matte Nummer 15, der Florian Krage. Und auf dem Terra, Matte Nummer 2, der Moritz Rauer. Kapitän Lung Terra bei Lützewürsch, der Kamil Ritschlitzki. Bei Lützewürsch, den Kapitän Gilbras vom Terra, für den Max Funk. Wir bauen eine Fehlreiche, den Spieler haben wir drei eventuell. Zu verschärfen. Gute Rezeption des Kaya. Sehr gespielt durch mit Marvian Luxan. Das sind die Szenen, die wir gerne gesehen haben. Direkt im Wirsel. Bei den Deutschen.
Passeur im Raum. Was du mir an Lux dein Service zu assurieren. Ah, nein, nein, zu viel Fehler im Service. Und das Satzball für Deutschland. 24, 20 steht es. Aus. Echter Satzball aufgewirrt. Natürlich Agagin lo um Service, kann ihn ein paar Punkte als gut bringen. Sehr gespielt, aber den haben wir den falschen Fuß erwischt. Und dann geht der nächste Satz. Und Deutschland macht 25, 21 an Heiget Lorem gelost. Ein Kandidat von den Tribünen für den Auto zu gewinnen, den der WVB mit ihren Partner aufregt. Für Bedingesch. Eigentlich alle Leute abzustehen am Block D, E, F, an A. Wann ich kriegt abstehen, dass man könnte Kandidat sehen. Wir sehen als erster Block, dann sehen wir drei und dann sehen wir Sitzplatz. Dafür steht eigentlich alle Leute ab, wann ich kriegt, dass man könnte gucken, wen als letzte steht. Wer hat gewonnen? Wir ziehen jetzt unseren Kandidaten für unsere Golf-Putt-Challenge, darum steht bitte alle auf. Wir ziehen erst den Block, dann die Reihe und dann den Sitzplatz. Mitspielen darf jeder aus Block D, Block E, Block F und Block A. So, wir haben jetzt zwei Balkoner, die heute zählen. Nicht gucken. Wie Block Hummer. Block D. Nein, nein, Block D. Der Block D darf stur bleiben. Alle guten Indianer, die dürfen oder müssen sich setzen. So, kommen wir zur Sitzreihe. Zur Sitzreihe. Sitzreihe 10. Sitzreihe 10 darf stur bleiben. Alle guten Indianer dürfen oder müssen sich setzen, wenn es klebt. Sitzreihe 10 steht die. Wegen denken, Sitzreihe 10. Lieb danach. Sitzreihe 10, ja. Platz 12. Wen hat Platz 12? Wer kann groß winken? Okay. Da will man rein, Kaya. Für den 12. Wer ist auf der 12? Wer ist auf 12? In Reihe 10. Ja, Hummert! Wink ein Kerl an die Kamera! Wink ein Kerl! Maja, du könntest am zweiten und am dritten Satz dazwischen, könntest du ruf und dann darfst du die Chance probieren.
Voilà, der Kandidat für den Endcup Golf Putt Challenge. Den aus von dann Lu. Sind wir schon am zweiten Satz. Und Lützebäuer am Anhängen 2-0 starten. Durch einen Service-Winner vom Jan Lux. Guten Service an der Runde vom Jan Lux. Einfache Ball rüber für den Lützebäuer. Jan Lux muss abbauen, möchte noch. Sehr raus auf der Kamera, Schnitzki. Vierter Punkt. Der Ball nicht auf den Boden, aber durch die Verraten in Arno Marold, also dann Block. Auch ihm gelingt nicht. Max Funk auf den Arno Marold. So, ihr schreibt sich selber, weil sie sich nicht eins wäre, wenn der Ball soll tun. Und ihr vielleicht gesehen, vierte Gibras im Terra, also der Max Funk. Sehr gespielt an Matzen und mit versenkt. Funkfreie Straße nach dem Kamil Wischnitzki. Ein Ace vom Arno Marol, dann nochmal aus dem EK für 3 Punkte hergestellt. Alle EK. Zu Goldstift und der Lützebäuer ist natürlich positiv, weil wir wissen, die deutsche Kip, die kann kämpfen, die können rumkommen. Okay, gut, die sind Lützebäuer besser dran an ihrer Spannung, an ihrer Kipperspannung, an ihrem Fokus. Anspielen bei Max Funk, das klappt exzellent, sehr raus hei. Ob der Team Lavert, die Zeugberg wiederum an einem Block. Also wird sich direkt drin präsentiert für die nächste Attack zu kriegen, der dritte Block, ob der dann seit gebunden und dafür hat der Team Lavert. Freies Spiel, Kamil Wischnitzki, über was? Lützebäuer, das ist der Reihe von Noliko, Mosaik, das geht an einem einfachen. Verwies, assuriert, gute Defense von Arno Marold. An die deutsche Bauer, wie war der Libero? Ah. An die Kröte sind nicht kontrolliert, an den auf der 6. Attack von Johannes Münnisch. Team Lava probiert, das längste Block. Ulala, ulala, ulala. Zwei Fehler haben wir den einen, der tut zwei technische Fehler. Ein Kettpass vom Libero. Die heute Nation bitte noch nicht
Gepaar van Dono, aber. Der Ball, der soll drüber gespielt werden, der war auf dem Kopf. Nur diesem technischen Timeout, lo, dann. Denn Chris Zeutberg um Service. Weit, nur 4 Uhr geheilt, dann, Knapps, aber aus. Spielerwechsel bei Deutschland. Denn Matti Binder kommt ran. Jetzt habt ihr ein bisschen nur von Kamerischitzki und Max Funk hat probiert nach zu retten, war zu retten, also und der Ball, der war schon im Boden. Hallo, hier ist das direkt die Serie Dobrierchen. Nicht, dass die Deutschen Confiance kriegen. Und eventuell den Vorsprung können. Die klein machen. Du hast einen am Terrain. Beste Chance gehabt. Der Max Funk, dass seine Netzberührung da nicht gepafft ging aus. Vom zweiten Abiter aus Frankreich. Mamdou Baklouti. Wieslo an Loset. Max Funk passt sehr raus und die Blauen quasi aus dem Stand gesprungen. Hat gesehen, hat noch keine richtige Null aufgeholt. Zwei kleine Schritte an Drupp geklagt. Und dann zwingt der Johann Verstappen, der Coach von der Deutsche U21 zu sehr gewichten. Timeout. 5 Punkte Vorsprung für Lützebäuer. Max Funk beim nächsten Service, auch der war exzellent, weil nicht kontrolliert. Von Martin Bin Arnold. Du lässt es der Kamerischwiki natürlich nicht entkommen. Freigespielt von Max Funk. Und dann geht es. Einfach. Für den letzten Boyer. Ulala, ulala. So fehlt den Deutschen dann einfach noch ein bisschen Perfektion für einen Druck. Vielleicht. Der Situation heißt anzuhalten.
an der Block von Lützburg steht, aber noch aus dem Ball am Spiel, aber nee. Da war der Dreierblock auf der Platz. Sensationell. Aktion vom Dreierblock. Hier sehen wir so nach einem Keier. Auch wenn der Ball nicht direkt im Boden war. Und da holt der deutsche Trainer direkt seinen zweiten Tomahawk. Der 13-5 steht es. Für Lützburg. Max Funk am nächsten Service. Und der bleibt im Platz hängen. Nächste Chance für Lützburg. Nur weg kriegt den Ball. Dann Arno Marol kriegt den Ball. Und die Deutschen können ein Kehr rekuperieren. Das gesehen gespielt. Dann auch rekuperiert vom Arno Marol. Tim Lavert. Jan Lux auf den Arno Marol. Lädt den Fan. Und der Ball ist noch am Spiel. Lange Ballwechsel. Hi Dominik Husi. Das Kehr weg kriegt den Ball. Denn Team Lavert kriegt den Ball und du hast den Punkt für die Lützebäuer. Exzellent Spiel verdient vom Max Funk. Die Deutschen sie haben alle gewährt, dass der Kamil Rischnitzki sollte den Ball kriegen. Sie hatten sich schon mit orientiert für den Block zu stellen, aber der Max den hat gesehen und hat den Ball einfach sehr rausgespielt auf den Team Lavert. So soll das sein. Der nächste gute Service vom mittlerweile Ascher und Loh. Uppla, auch den hat Netzkamp geküsst. So, nächste Chance mit Lützburg. Max Funk auf den Arno Marold. Und das hier setzt der Block aber vom Spieler mit der Nummer 7, Corbin Balster. Gut abgepasst, aber noch vom Kamil Rischnitzki bei der Kombination. Hi. So, 14-6 steht es, 14-7. Nur nicht die Deutschen Spiel kommen lassen, Jungen. Jerry hat den Viersprung, 7 Punkte, na, das ist gut. Na, das ist ganz gut, aber das muss ich nur gerieren können. Voilà. Da gehe ich noch Hölle auf den Bussen dabei. Den Service hat aus. Zweiten technischen Timeout und das im zweiten Satz. Und Lützburger feiern mittlerweile mit 60-7. Komfortable Viersprung. Aber wie gesagt, der Satz ist dann der River. Und der Viersprung muss geriert gehen. Also, 9 Punkte Viersprung. Können die Lützburger darüber abbauen oder könnten noch ein bisschen Spannung heilen? Yes. Ja!
effective substitution, Germany on the court, number 15, Florian Krage. Spielerwechsel also bei Deutschland für den Service. Wie es kontrolliert von Dominik Kusi. Sehr gespielt, ob dann auch noch Marol. An den geht zwischen den Block durch. An den Ball, der Land am Terrain. An die Jan Lux, der fährt mit seiner Serie. Do 4 Runden. Wohin am ersten Tour, wo dann der Reiber abgehalten wird, nehme ich mal eng was. Die wird weit. Bisschen zu fest. Perspektiv. Bisschen zu viel Spannung an der Hand. Florian Lux, den mittlerweile an der Schweiz spielt, beim Dominik Kusi, beim V. Bei Einsiedeln. Aber ich schließe Kilo. Ei! Der hat gefallen, da ist. E-Block. Gate Kamerischnitzki, keine Chance. Mal gucken, wie die letzte Woche die dritte Situation gerieren. Nur mal Max Funk 4 beim Netz. Max Funk wird nicht den größten. Hat sich eine E83. Gute Zerwieselo von Arno Marol. Darum kann er tun, weil dann kann der Block schon mal vielleicht stören. Und der geht aus! Weit aus! Und war auch weit kein Rund, also der war nicht mehr weit aus mir nach Hesch. Starker Tag vom Team Lava, dann Netzfehler gepauft vom zweiten Arbiter. An den nächsten Punkt, vierten Kamiri Schlitzki 22 Schnigen, das nennen wir eigentlich schon mal eine Lösung. Den war leider aus. Aber trotzdem, wenn wir nach 12 Punkten Avantage laufen, die letzte Bäuer. Und wäre schon ein bisschen drohlich, wenn sie sich heute Butter nachhilfe von der Schmierhölle lassen. So geht es auf jeden Fall nicht. Hallo, dann kam hier die Chance für Hai. Der Satzball dabei zu feiern, mit einem kräftigen Service. Also, ganz klar, den Johannes Mönig am Moment nicht aus seiner besten Form. Und schon ein etliches Fehler hei produziert und du machst einen Satzball für die Lützebäuer. An den Ass gemacht vom Kamiri Schlitzki.
Am besten Tennismanier. Und nun direkt werden wir den Golfputt-Contest gesehen, wo es darum geht, ein Auto zu gewinnen am Wert von 25.000 Euro. Es ist also Zeit für den Endcup Golfpart Challenge. Und da bieten wir natürlich unseren Kandidat auch bei uns. Ja, da könnt ihr. Voilà. Hi Humeren, das ist der Guy, den hier am Namen von seinem Mädchen wird, die leider noch weder Führerschein hat, nach 18 Jahren hat er also nicht den Auto gewonnen. Humeren dann der Papa, den dann diesen Golfpad wird ausfahren. Schon ein Golf gespielt? Nein. Nee. Nils, du warst vom Lux Golfhaus hier. Wie dir auch etwas für Aufhänger? Natürlich. Auch Aufhänger können wir spielen, wie dem extra Körper. Also, App ist die wir schon so ein, die hat schon gewonnen, nämlich ein Bonk für den HGS zu gehen am Wert von 50 Euro. Nun geht es darum, mit diesem Schläger hier, den Ball hier, du hattest just bei uns modernen Pendelstern, Sven, du hast innen einen kleinen geringen Teppich, wo es darum geht, den Ball hier dran anzupatten. Wir wünschen dir gute Chance und ich hätte gerne, dass das Publikum ein bisschen unterstützt. Alle! Hallo so, Allegi. Ja, du fängst richtig gut gestimmt, aber schmengen den nur die Lanternen nach der Band. Merci. Merci dem Guy. Das wäre für Haut mit unserem Lux Golf Part Challenge. Hi, der Bonk für den Hitch. War nicht geliebt, der kriegt Mädchen all Respekt für den Pop. Der bleibt aber sicher nachher beim Novotelcup. Kommt auch nur rum. Alles sonders. Allergie. Okay, merci, das war's für den Golfpart Challenge von Haut. Nur gehen es zwei neue Chancen für Hai, den Ball anzulochen an. Ein Auto am Wert von 25.000 Euro zu gewinnen. Also kommt doch nur lernst bei dem Match von den Lützebäuer Damen an den Match, von den Lützebäuer Herren, das ist der Wert. Wie gesagt, ein Auto von 25.000 Euro oder ein Bon am Wert von 50 Euro für den HGS zu gewinnen. Das ist ja auch schon etwas. Bis gleich. Die Welt kennen Golfsport kennen. Die sind Golfer und die wollen perfekt trainingsmäßig stehen. Die wollen den Flug zwar immer mit Freunden eine Geburtstagsfeier organisieren. Die sich den Geschäft für moderne Sportmuskeln zeigen.
Da kommt man ins Golfhaus, den ethischen Innenkunftcenter zu Lützburg an der Kursgeschichte. Ob 650 Meter Karre kann ich umspielen, wie ein richtiger Golftrainer. Ihr professionellen Trainer und rechtwertig Taschen geben wird erfunden den Hof alles, was jetzt beginnt. Flugs Golfhaus zu Bachtrein, ein unvergesslicher Erlebnis für Outsport und Gehstadt. Mehr Informationen von dem Flugs Golfhaus in der Luft. Ja, für die, die sich vielleicht wundern, die noch hier im Stream dabei sind. Nee, die Spieler machen sich nicht recht warm. Wir sind im zweiten Satz. Es steht in Dienst. Und das ist so, dass ihr am Volleyball auch die Möglichkeit habt, für den zweiten Satz eine 10-Minuten-Pause unzufrieren. Am Platz von der üblichen 3-Minuten-Pause. Und hat das hier gemacht bei all den Matchern mit Lützburger Beteiligung. Also nur im zweiten Satz eine 10-Minuten-Pause, wo dann Spieler eine kurze Taktik können auffrischen. Die gescouten, donieren, auswerten. Und dann müssen natürlich Spieler auch eine Gelegenheit kriegen, sich während ein paar Minuten anzuspielen. Und das geschieht natürlich, geht auch direkt drum weiter. Wie gesagt, in den steht der nächste Satz, die ging um die Deutsche U21. Und das mit 25-21. Und der zweite Satz, die ging mehr wie deutlich. Und letzte Boyer Formation mit 25-10. Thank you.
Die Spieler Sidre Bumterra bei den Lützebäuer keine Erinnerung, also denn Max Funk bleibt im Terra. Bei den Deutschen das hier von Anfang an dabei den Matti Binder. Und auch den Diagonalspieler Johannes Münich noch einmal dabei. Und Meschner bitte. Teifdut. Gut, die Faust um Dominik Husi. Noch ein Keier, aber das Keier. Stunden Lützebäuer, den an der Schweiz abgewusst hast. Nicht auf der göttlichen Platz dafür. Die Deutschen haben echt einen Avantage an diesem dritten Satz. Flash-Rezeption vom Team Lavard, kriegt den Ball zurück für den Attack, spielt dann einfach wieder den Block. Und nochmal um die Deutsche nächste Chance. Oh, stark die Force von Dominik Husi, du! Und enger Hand! Und da möchte auch nochmal auf den Punkt. Lädt den Ball lieber den Block an, der Ball geht dann an den aus. Aber was für eine starke Defense, du, vom Dominik Husi. Wahnsinn! Lux, gelingt noch von dieser Seite aus? Nee. Die andere Seite leitet besser. Da hat dann drei Asse markiert und den Satz hier rund. Spielt von Max Funk ab nach noch Marolt. Der Ball sprengt. Vom Netz. Auf deutscher Seite. An den Aus. Kehle zu Beuer also. Drun um Ball. Schwer zu gesehen, aber nicht. Der Bieter setzt sich durch. Und Marolt lobe. Service, Vollgas, aber Vollgas und Netz. Ein bisschen zu weit nach der Rezeption, dafür eine Chance für die Deutschen. Nächste Punkt zu machen und sie machen ihn noch. Wir fehlen auch schon 2 Punkte Vorsprung für die Deutsch, 5-3. Muss das letzte Mal auch immer im Gang kommen, so los. Flash Reception auf dem Kameri Schlicki. Geht der Ball aus dem Reck. Letztes Mal, also ein bisschen Luft raus, nur. Finale von der Rezeption. Sind sie nicht mehr so präzise wie nach dem zweiten Saal, noch heute kann ich nicht. Arno Maholt, voilà.
Also wenn die Rezeption nicht präzise ist, dann geht es natürlich schwer für den Passer für den W frei zu machen. Hier sind Attacon, habt ihr den Hai gesehen. Der Mittelblocker fällt aus und dann geht es. Da geht es an den Iwaten Arno Marold. Und da steht der Doppelblock natürlich goldrichtig. Block von Chris Heubersch an den Max Fung an. Punkt für die Letzbäuer. Spiel vom deutschen Passer dem Johannes Tille. Nur der Defense sehr mit. Finanzmann für bessere Kurse. Plus ein Reserve für Ausfall. Plus ein Verhindern von der Tankwirt. Plus einen attraktiven Ton. Plus bequem Online-Service. Ladies and gentlemen, practice for the school trees. Previous, dear plan, dear financier. Weiter info on DCE in der Loop/Previous. School trees, erklären, erbauen. Das hier könnte auch noch mal durch und hat Weltrezeption noch gut genug dafür, dass der Block sich auf der anderen Seite nicht kommt. So eng postieren. Diese Stadt sich auf Gestalt tun. Service. Gut. Sehr gespielt, Remenkeer vom deutschen Passer, aber gut abgepasst von der Lützebäuer Defense, aber der Kamiri Schlicki bleibt das Kehr am Netz hängen. Das ist nicht schlimm, nach als nächstes verloren, 3 Punkte Rückstand, das kann ich noch abholen. Ja.
So zum Beispiel sehr gespielt am Team Lerbert. Aus der Gang bei der Attacke von Kaveri Schnicki. Non passé, also Ball nicht in das Netz. Nicht bereit vom Block, dafür Punkt für letztes Mal, ja, schon sie machen drin. Hat gesucht. Drei Punkte Rückstand, da das nicht, aber muss ich natürlich etwas dafür machen. Max Funk im Service. Der Team hat letzte Woche am zweiten Satz die Shea-Serie gemacht. Gut gespielt vom Max Funk, aber vom. Team Lavert wieder den Block. An den Aus. So wurde mal den zweiten Arbiter gesehen. Durch eine Decision, die die Deutschen diskutiert hatten, wo aber den nächsten und den zweiten Arbiter sich behaupten. An einem Smash, den am ausgelandet ist. Laut Letzenbäuer nur wir haben 2 Punkte 4. Also von einem 3 Punkten Rückstand und 2 Punkten Avantage. Schön, den hast und den Händen ein bisschen passen blieben und dann aus dem Block mal drüber geholt. Wir sind mal hier reingekommen, voilà. Schön. Aber egal, jetzt wollen wir im 4. E-Punkt avanciert im Moment. Ja, schlechte Reception von Dominik Kusi. Hey, ich hab den Arno Marold und das schenkt dem gut zu gefallen. Weil den hast du auch tatsächlich Landsteg. Große Block vom Tobias Krikom. Rietz Lange, also nach Bannen. So bringe ich Litzebäuer sich selber immer in den Match. Gute Service noch vom Team Lavert. Wo ist die Defense? Klassische Fehler gepafft. Fummer bitte aus dem Aserbaidschan. Dem Aliyev Eldar. Nächste guten Service mit dem Lava, da war auch ganz gut Reception, aber der Block von Jan Lux hat abgepasst. Okay, gut gemacht von Kaveri Schnitzki, gelaced, anders den Arno Marold, der probiert den Ball noch irgendwie rüber zu kriegen. Und du hast den Block von Arno Marold! Ein Inselblock, sensationell, dass du heute gesehen hast, nachher an der Wiederholung. Sensationell, und du frieden sich natürlich zurecht. Und der deutsche Trainer will natürlich direkt die Serie dobrierschen und hält den Thomas.
den Terrain mit der Nummer 13, den Stefan Thiel. Kapitän im Terrain auch Nummer 13. Passer gewechselt. Schlickilo. Mit voller Kraft. An den Block vom Tobias Krieg. Hat vielleicht können über den Mikkelango-Spieler gehen. Dann bin ich den Lo auf den Service geht. Aber ich meine, das ist es auch. Wenn die Deutsche Chance kriegen, dann nutzen sie es auch gerne durch mit. Egal wie von den Passern aus der deutschen Equipe um Terrain steht. Schlichtkilo. Der Rezeption, Amata Tagan, die setzen dann wieder den Block an den Aus. Ganz guten Service ist ein Kehr. Oh, no, das geht. Der Johannes Mönnisch lernt den Block an. Defense von Max Funk. War nicht am richtigen Timing. Stumm nicht Dave, wie in der Ball sollte hören. Dann nur den nächsten Service vom Rogasch. Aus! Drei Punkte, vier Sprung. Am dritten Satz läuft Lützebäuer. Hat nicht immer so ausgesehen. Die waren noch ein Zeitchen drei Punkte in bei Sachsen-Ling. Und sie sind mit einer Serie vom Max Funk Ruhe gekämpft. Arbeit nur der erste Verfehlung bei Elif Zing und sie die nicht mehr hier gehen. Und mal gucken, ob sie die Lauf noch einmal können behalten. 10 Sekunden noch. Marot Service für Lützebäuer, guter Service. Ulala, ulala, der Tor war auch ganz nur im taschischen Fehler. Max Funk lebt weit an der Terra für den Baldo zu spielen. Okay, Max Funk am Block, aber brauchen noch nicht, weil die Deutschen waren sich nicht ins Lobla. Aufstellungsschwierigkeiten bei den Lützebäuer, aber der Max Funk hat den Ball einkehren. So, lo, aber muss der Block stehen. Jetzt heute Bärsch gerade den Ball. Hallo, könnte. Oh la la, was ein Scheifans! Vom Tim Levert! Ganz dus gedeckt, Mattefanger! Und ganz kurz, dann hat er jetzt keine Chance mehr, für den Rund zu kommen. Und er muss natürlich den Schweiß von Boden im Gewicht gehen. Bei dieser Stimmung, ja, ich kein Wunder, dass es. Damals.
den Service war ein Tick zu weit. Gute Reception von Kari Schicki. Uhlala. Gut gerettet nach Einkehr vom Team Lavert an den Dominik Husi. Und der Block von Max Funk. Ah! Schuhe, der Kari Schicki greift das Netz. Nicht, weil der Max Funk innen wie ihn abkommen aus. Haben wir dann der Wiederholung Einkehr gesehen. Schuhe. Längste Mann um Terra mit dem Block und dann einfach in einem Netz hängen geblieben. Schöner Tag von Chris Heupersch, das lange hier, dass wir einen Tag durch mitgesehen haben. Bei den Lützebäuer. Das Spiel hat sich größtenteils auf die Bausenspositionen Arno Marol, Kamiri Schnitzke und Team Lavert konzentriert. Nur aber, morgen mein Kind Chris Heutberg und dann ist gut so, weil der Leo den gegnerischen Mittelblocker besser beschäftigen. Er soll nicht schon am Vier raus. Das wo hier geht. Ah, oh, was ein schöner Ball vom Kamiri Schnitzke. Zwischen zwei Spieler. Zweiten technischen Tumor also geholt vom deutschen Coach. Der kann noch nicht mehr reagieren. 4 Punkte Vorsprung für Lützeburg. Am Service Kamil Schnitzki. Geht auf Nummer sicher. Da geht es sehr raus. An den guten Attack von Corbin Ballstar. Wird den Lützeburger nicht mehr kontrolliert. Spielerwechsel Deutschland. Nummer 5, den Maximilian Auste. Noch einmal 4 Punkte Vorsprung. Und Leute, Chris Heupersch beim Service. Und auch hier hat mittlerweile der Rhythmus fand. Du hast ihn auch an der Defense auf der richtigen Platz. Arno Marold, aber der geht geblockt. Nicht schlimm, Junge. Direkt rumholen. Gute Reception, Dominik Husi. Nein, ich hab den Arno Marold. An den Ball kurz weg bei Klitzberg. Max Funke hat es selber probiert. Und dann ist es nicht gelungen. Weil der Gegner aufgepasst wird. Das ist Breakpoint für Deutschland. Da ist es keine Serie zu lösen. Nächster Breakpoint für die Deutschen und ich denke, Lobert und Dieter Scholloch
Man denkt, Tomo reagieren, dann geht das nicht. Nummer 13, Tamiri Schlitzki gegen den Dreierblock. Und er war dran. So riecht den deutschen Trainer sich ein bisschen ab. Aber der Punkt war für Litzebäuer und lo konnten die Deutschen aber eigentlich verkehrt sein. Gut, Rezeption, Kamerun Schlitzki, Team Labert kriegt den Ball auf 2 und nun möchten den Punkt mal einen Block out. Und dürft dann auch direkt auf den Service. Ja, nicht ganz proper gehalten. Ja, gut, der Faust und Dominik Kusi, den aus dem Opte-Faust gesprungen. Nein, also nicht. Den zweiten Abitur hat gesehen, dass der Ball der Boden im Tuscheier tört. Und dafür hält der nächste Abitur seine Decision zurück für den Ball. Spielen zu lassen und dafür verengt los und los und spannend zu gehen an diesem dritten Satz, pardon. 22, 21 nach Schüsst. Fährt Litzebäuer. Ich verbessere mich. 23, 21. also 2 Punkte gehen noch gebraucht für Litzebäuer. Und das habe ich von mir Lux, noch ist die Defense. Defense hast du, Marno Marol, respektive der Block, nach ein Kajan, das geht also nicht durch den Block. Das geht live der Ball. Geht der Ball durch den Block an den Terrain. Cousino mit der Reception, Arno Marol kriegt den Ball an die Deutsche, die blocken den Ball, dann geht es an den Terrain und dann gleichen sie aus, 23 gleich. Hallo, geht es richtig spannend, weil die nächste Equipe, der nächste Punkt, bedeutet Satzball. Schon lo. Schon wird nicht so frisch gestreckt gehen, aber lo. Mit Reception Team Lavard, Ball geht raus, beide Kamerun Schlitzki an, er spielt den Block und. An nochmal der Satzball für den Litzebäuer, Satzball zum 2-1. Satzball für Litzebäuer.
Letzbauer hat gewisselt. Passer raus, Max Kiefer ran. Für den Block zu stärken. Kein Passer also bei den Letzbauer im Terrain. Das muss dann der Kiefer Zeutberg überholen. Zu viel einfach, den du zerwies, eigentlich vom Arno Marold. Ah, den hast dran! Den hast dran! Ganz klar dran! Und dann war da. 2-1 für Lützeburg. 25, 23 gewonnen. Lützeburg den zweiten Satz. Den nächsten Satz hatten sie noch verloren. Ob 21, den zweiten Satz haben sie deutlich gewonnen. Ob 10 Punkten. Lo, also 25, 23. Und geschwind geht es also an den vierten Satz. Wir spielen ein bisschen Kisscam hier an der Kock. Wir gehen mal ein bisschen rundherum. Alle, alle. Nee. Ah, in Deutsch. Ah, kurz in den Pop. Alle, kurz in den Pop. Alle Batti. Alle. Oh. Das hat ja mal gut geklappt, Jengisch Kea. Vielen merci. Nur dem geknutscht sind wir dann noch im Trickhai beim Volleyball. Aber immer um flott mit Leute ein bisschen zu beschäftigen. Und Lützeburg lehnt direkt mal am nächsten Punkt los. Man Lux hört drin, sein Gefühl ein bisschen verloren.
Wir werden auch noch mal nicht mehr drin. Gut, mit Zeiten sich gebeckt. Dafür schon ein Klangen. Leichten Avantage an diesem vierten Satz für die Lützebäuer mit 3-2. Gut, der Faust von Dominik Husi. Ball ist am Spiel. Block vom Kamerischnicki. Ball bleibt am Spiel. Hallo, Dominik Husi baut um auf den Max Funk. Ball geht sehr raus auf den Kamerischnicki. Probiert mit der Fan an den Ball. Bleibt. Und hat dem Netz hängen, sodass die Lützebäuer den nächsten Punkt machen. Nicht kontrolliert von den Deutschen. Der Service, das geht von Arno Maro, geht sehr raus. Einer Block von Max Funk. Max Funk ist auch da. Ah, oh, herrlich. Ich sage im Moment, all Lach warten so spät. Da kann man richtig gehen. Er hat doch voll können Dropknuppen. Nee, hat gesehen, dass du die Aufstimmung an der Defense von den Deutschen nicht gestimmt hat. Das schon setzt den Fan dahin. Wirklich absolut ein Top-Niveau. Eng Bomb von Arno Marold. Kamerischnicki muss aushelfen an der Pause. Arno Marold macht die nächste Chance, aber das geht ein bisschen zu dose. Lo, nach einer Chance mit Lützebäuer. Sehr gespielt auf dem Team Lava. Probiert. Nein, gewann der kurze Fan. Das geht um die Deutsche aufgepasst. Und der Burgerchef nutzt dem Max Funk Sing. Spieler gräst aus in Klang. Spieler gräst von dem Meter 83 für die Punkte hoch zu machen. Das Game haben wir mal mitgespielt. Max Funkmann, Chris Holtberg. Du, ihr schotten sich den Team Lavert, weil der Ball wahrscheinlich vom Block an den Ausgang wäre. An den war just. Man Faus gerade durch Stunden, wo der Ball aufgebaut hat. Ball touchiert, aber nicht schlimm. Da haben wir 2 Punkte in Avantage mit Lützebäuer und Chance Lore, mein Kehr in Avantage für 3 Punkte zu realisieren. Man Kamerischnicki war den aber nicht gelungen. Nach ein Kehr Kamerischnicki aus dem Stand. Fanger touchiert. Nach K-Punkt, Ball aus nach am Spiel. Kamerischnicki macht der Defense. Lo, der Team Lavert. Gute Defense von Arno Marold. Ob der 6 aber der Team Lavert doch hin, nicht der Grace darin. Man nimmt mit der Nutze, Janava. E von den Pillien von dieser Lützebäuer Equipe. Vor Moment, und dann kann ich ruhig mal so in 3 Spieler stehen, die wohl noch kein 22 Schiebe holen. Mit Chris Zeutberg, mit Max Funker, mit Kamil Schnitzki. Das TV noch mal so, und die 3, die stehen um Terrain. Das ist nicht so, dass nur die neben am Kader stehen. Er sind dann eben Schnarrepur. Also, so können die Lützebäuer auch noch ein bisschen profitieren. An der Zukunft. Jetzt soll Bär starke Service. Du musst den Libero von den Deutschen sich ganz lang machen. Auch danke. Gute Defense von Chris Zollberg.
Hallo, aus dem Block von Max Funk! Ich gehe verreckt, 1,83 Meter groß! Heike, sieh mal, wenn er reinkommt. Zack! Und du friedest dich natürlich. Zu Recht, das geht auch ohne Fehler am Netz. Und du fehlst 8. 5. Avantage für die Luxemburger. 3 Punkte also, das sieht gut aus. Das geht ja klare Punkt vom Burgerchef. Nicht zu diskutieren. Und die selbsten Spieler los. Um Service. Auch du, wenn euch zu deuteln, den Ball den Land. 2, 3, 4 Meter raus. Noch immer 2 Punkte in der Feierung. Bei diesem Match gegen den Top-Favorit an der Herrenkompetition in Deutschland. Und das ist ein klarer Punkt. Oh, okay. Es hat den nur klar anders gesehen vom Block an den aus. Dann ist noch bitte diese Idee anders. Das nützt ja gar nicht, komme ich diese Saison, aber muss man dann wohl so am Raum stehen. Eine gute Rezeption des Kehr von Kaveri Schlitzki. Und du hast den Ball, Salando. Kurze Diskussion, ob die Attacke da aus oder drauf war. Ah, los. Da ging die letzte Boy ein bisschen übermütig. Waren sie 3 Punkte 4, wo sie schon gemeint hat, Cave so einfach weitergehen, aber da geht die Zeit für sie mal ein bisschen auf Orbit zu bringen. Und dafür hält Dieter Scholder noch ein Tom auf. Oh,
Ball ist noch am Spiel, dann schaut es Chance für Luxembourg, den Einkehr abzubauen. Ich warte nach noch Marol an den Läden. Lernste Block. A Bester Beach Volleyball Manea. Kann ihn so sagen. Arno Marold spielt ja zu Asch am Verein und zu Asch ist ja auch all Jahres die großen Luxembourg Beach Open und du werden das Jahr, respektive 2017, dann noch Beach Volleyball Finale von Luxembourg stattfinden. Also fehlt der Luxemburger am Moment ein bisschen nur Präzision, und zwar in allen Bereichen, Rezeption, Block, Defense, Reihen, Römerkehren, Rezeption, die nicht gut war. Kamiri Schlitzki muss dann nur etwas aus der Pasto machen. Geht der Ball nach ein Kehr, Kurzgang war schön gespielt, aber trotzdem aus der Ball nach am Spiel, da war ihn um Netz. Kamiri Schlitzki probiert es direkt, aber auch du. Der Mann aufgeschossen und nur die nächste Chance für Luxemburger. Dominik Kusi muss den Ball ausspielen. Sehr gespielt, ob den Arno Marold. Und auch immer weiter am Spiel. Chance verpasst. Chance verpasst, danke, Ball verpasst. Das ist hier schön. Da hatten sie 2-3 gute Gelegenheiten, 4 Punkte zu machen. Und unsen nicht genutzt. Schottenterra, Matte Nummer 6, Gilles Brass. Ruf Matte Nummer 17, Max Funk. Gilles Brass also zurück um Terra. Gucken, ob ihn ein Kett Kasten aus dem Feuer holen kann. Und der Toten hat gesagt, schon doch besser aus. Sehr wohl um ein Kett mitgespielt. Nur die Anlung zum Zerbis. Der nur wichtig, Römerkeier. Eine kleine Serie von ihm zu sehen. Der nur war schon nicht so schlecht, der Zerbis. Nur muss der Block stehen. Ah! Kamiri Schlitzki stumm auf der richtigen Platz, aber dann. Die waren clever umgespielt von dem deutschen Spieler. Der Ballstar ist natürlich. Oh, hi. Präzision. Vom Chris Teuber Schnitt. 100% Tan. So wie sie sollen sehen an einem Block. Ach, schon sprengt der Ball vom Block an den aus. Gut, Tim. Und du kämpft sich zurück, wenn ein starker Attack durch mit. Umgespielt vom Gilles Brass, und lo, also du Kamiri Schlitzki um Zerwies, und die Luxemburger leihen ja 2 Punkte in Hannen. Da wäre nun der Zeit, eine kleine Serie zu starten. Liefer getrappelt, ja. So vernünftig wäre der Ballon aus, und für 3 Punkte Rückstand lo. Und der Luxemburger geht Deutschland. Wird das noch nicht fertig? Sie können noch. So schnell hier im Kaffee, weil das tun sie auch schon gemacht. Am dritten Satz waren so. Da waren sie schon 6 Linge handeln und sie stehen ein hier rumgecatcht. Und um 11 Linge Viersprung und sie stehen nämlich holen bloß.
So, zwei Punkte für bei. Alle Lützebusch. Alle Chris Zoltberg. Mit Powerhunde in Service. Aber auch da Eva getrippelt. Tamar gefreut vom deutschen Coach Johann Verstappen. Den natürlich laut Lützebäuer nicht will, wenn wir Feierung kommen los sind. Attack vom Bogachev hei. Meinte den Block vom Gibra selber die Reception gemacht und wird sich der Ball sehr gefreut für seinen Pass hier. Johannes Tille. Der selbste Bogachev um Service. Tür 4 drin aus dem Weitausgang. Gucken, was mit dem Block gelenkt. Während der Juge de Ligne und der nächsten Arbiter sich eins, dass der Ball drauf war. Schön natürlich für die Lützebäuer, weil wir sind nur 3 Punkte Rückstand. Los Gilles Bras und Service auch hin. Normalerweise guten Service. Nachdem kann der Deutschland unter Druck setzen und den Nova so hin. Das war ein ganz guter Service sogar. Nun muss der Block stehen und Defense. Und das. So, der Kamerischinski kriegt den Ball auf 6. Bisschen zu hin, statt vielleicht für ihn. Kind ein bisschen wie sehr gut. Und den dritten Ball, den passiert aber nicht. Die ewig Netzkant. Sodass die Lützebäuer einen echten Breakpoint können realisieren und auf E-Punkt im Moment Druck kommen. Guten Service, danke auf den Libero. So, nun gilt es, den Avantage rauszuspielen, weil sobald wie der Gegner einen Punkt möchte, sind sie 4. Also, nächster guten Service vom Gilles Bras, Fragezeichen. Ja, und dann gerade so gut, respektive bessere Reception vom Libero. Ulala, das war schon ein Fehler. Technischer Fehler, gepaart vom Asian Arbiter aus dem Aserbaidschan, dem Eldar Aliyev. Und da hält der deutsche Trainer sein. Zweiter Tomor. Mittlerweile E-Punkt-Feierung für Lützburg.
zu weit von Gilles Brass, das geht aber trotzdem. Drei gute Services von ihm. Und letzte Boyer Serie im Match. Respektiv am Satz. Und Stift von der Röhren, das steht 2-1. Am Satz wird letzte Boyer natürlich. Sollten sie den heute gewonnen, dann haben sie drüber, dann haben sie den Match auch gewonnen. Gute Reception von Kamil Schlitzky. Sehr gespielt von Gilles Brass. Und mit Marvian Lux. Und dabei bleibt es, du mal bleibt es bei der Feierung von einem Punkt. Für die letzte Boyer an dem Punkt, die Feierung von einem Punkt, die gilt nur auszubauen. Ob 2, 3, 4, 5 Punkte. Dann hätten sie gesagt, so gut wie an der Tasche und immer doch den Match. Ja, einfache Service von Tilarat, da geht er sauer für die Defense, ja. Du musst mehr Druck anstehen um Service. Schlicki, Ball geht auf den Arno Maron und das geht dann vom Block an den Aus. Gut gemacht vom Escher. Nur der Jan Lux im Service. Bis nur kein glückliches Hand an diesem Satz. Im Allgemeinen. In den letzten zwei Sätzen im Service. Schluss am zweiten Satz. Du hast einen ganz glücklich. Das geht also gut und das geht also ein Netzfehler vom Johannes Tille. Hey, gesehen wir es. Zack. Wird schon bereit wie ein Rob gesprungen aus Anneike, wo ein Ruf kommen aus. Gehen aber kein 2 Punkte, das ist ein E-Punkt. Wird letzte Woche nochmal 2 Punkte Viersprung los. Nach 3. Alle Jungen. Wollt ihr die Revanche von 4 und 2 Uhr? Ganz guten Service, das geht von Jan Lux. Ah. Schön, hat sich ganz lange gemacht an der Defense, den Ball zu kriegen, Kruten, aber nicht kontrolliert, nicht schlimm. Nur hier ist es direkt rumholen. Den Service vom Corbin Ballstar. Interception, und der war sehr gespielt, aber leider an den ausgeschlagen. Vom Chris Zeutberg, das ist natürlich fehlos in die Deutsche Rum drin. Da steht er gleich. So, lo kommt mal rüber die ganz eng Pass. Wann denn Dieter Scholl sein Tomorlo geholt hat, dann sind die Spieler eigentlich gesucht, wie der Werdeteil geht. Drei Punkte brauchen die Rot, brauchen die Letzebäuer. Und zwei Punkte brauchen die Weiß, die Deutsch. Am Moment. Ganz gute Reception, Team Lava, Arno Marol kriegt den Ball. Toni Kusi mit der Defense. Ob da ein, Flo geht den Ball auf den Kaveri Schlitzki. Da war ihn um Netz. Nee, das war der Ball, den der Tanbereiert hat. Dann nochmal der Loh. Satzball für Deutschland.
Da geht jetzt schon nämlich durch mal 3 Punkte für die Lützebäuer. Und der geht aus. Und da bleibt die Lützebäuer noch immer am Match dran. Da geht es aber sauer. Weil gelingt der nächste Punkt der Lützebäuer, dann geht es mal 2 Punkte in der Schrittführung. Gelingt der nächste Punkt in Deutschland, dann ist das ein Satz drüber. Gut, jetzt habe ich es vom Auto ganz gut so gut. Ah! Gut Fahrt gemacht. Clever gespielt vom deutschen Spieler. Matti Binder. Scheiße Hand gemacht und konnte kein Druck kommen. Also, hier geht Lohan der 5. Satz. So, 5. Satz. Durch diesen Satz wissen wir, wen der Match gewonnen hat. Und Lützebäuer fängt in diesem Mal Max Funk an der Pass. Netzfehler gepafft. Netzfehler gepafft vom 2. Arbiter Mamdou Bakouti aus Frankreich. Thank you.
Emil Everthelt den Ball für seinen jungen Zweck in die Rot Leven. Und Emil Everthelt um Service. Guten Service. So, grüßt sich. Gute Defense, und das ist Max Funk. Den Arno Marol zerweiern und ihr seht, merci. Mit einem Punkt und mit einer echten Feierung für die Lützebäuer. Ich weiß nicht, ob ihr das als Profi-Volleyballer leert, den Ball so an der Rücklage ran zu cutten und dann an den Terra auch noch, dass nur an den Terra fällt. Die beste Chance muss halt so sein, da waren natürlich auch die Deutschen, die heute nicht gut organisiert waren. Und Jan Lux mit einem weiteren Servicefehler. Ja, entweder Hop oder Top. Also bei ihm entweder gelingt ihm ein Ace oder der Ball fällt an den Aus. Haben wir richtig hier einmal geballt. Hat Gewalt durch den Block. Knapp aus, der Ball vom Kaveri Schnitzki, aber aus. Der Werdeblock auf der richtigen Platz vom Tobias Krieg gegen den Chris Heutberg. Stöckelchen mit groß, auch den deutschen Spieler an der Malalo. E-Punkt Avance für Deutschland. Missverständnis zwischen dem Dominik Husi und dem Tim Levert. Er zwingt den Letzter Trainer Dieter Scholl. So hängt er noch. Vom Team Lavard kann man richtig probieren, den Block umzuspielen, aber Max Funk macht einen Attack.
Und die Fanto, die landet am Aus. Ganz guten Service, das geht vom Kamil Ryschlitzki. Yes, und der letzte Block vom Max Funk. Team Lavada, Chris Zoltberg. Wie lange sitzt denn du? Nicht der größte Block, den Lützebäuer könnte stellen. Und da sind Lützebäuer im Ball. 6-6. Noch ein gut gespielt vom Johannes Tiller und Tobias Krieg. Benutzt du sein Greis aus. Aber das letzte Mal sind noch drin. Das wäre natürlich clever gemacht, hat Tore Menke von Max Funk mit einer Hand den Ball nach Ferugin und Chris Zoltberg. Der Block war am Pass im Matt gesprungen, dafür hatte Chris Zoltberg schon so eine freie Bahn. Und der war leider ein Stück zu weit. So, mal der Seitewirsel am 5. Satz. Gut gemacht vom Team Lava, da war die Deutsch. Und ein Kerik bereit, nur ein einfacher Ball. Kamil Ryschlitzki, jetzt geht Matta. Los, Team Lava, das geht. Matta-Attack, launcht Block. Nicht zu verteidigen für den Johannes Tiller. Gute Defense vom Dominik Kusilo, muss in den Ball rüber spielen. Letztes Mal kämpfen mit allem, was zu tun, aber leider landet der Ball hier noch am Aus. Schut! Flotter Kampf von der letzten Mal. Dominik Kusi, Kamil Ryschlitzki, Tim Lavert, alle gut. Lützburg, also Nummer 3 auf dem Terrain, der Matteja Gajan. Ruf hier Nummer 5, den Arno Marold. Das sind zylindrisch die Pass für den Team Lavard. Ja, da geht es zu Lösenk, steht 10-8, 5 Satz geht natürlich Schuss bis 15 Punkten. Hallo,
Von dem Moment geht es zu reagieren, da wäre es los. Den Service vom Tobias Krieg zu entschärfen. Der Gage ihn gut gemacht. Kamiri Schnicki. Und der geht aus. Vom Block an den Aus. Dafür. Letzte Bäuer bleiben drohen. E Punkt. Jetzt wollen wir eine große Reife hier, dafür der Block müsste eigentlich stark sein, wenn man den Service noch könnt. Und ihr könnt ganz gut sogar, dafür noch dreier Block. Andere Lance wird letzte Bayer. Max Funk auf der Kamerie Schlitzki. Und der beste Punkt, also mal da gleich das letzte Bayer aus. Zing, zing. 5 Punkte nach. Timeout gefroht vom deutschen Coach. So, alles brett. Da legen wir das. Mam Team Levert. Um Service. Eine große Reife hier am Block. Eine gute Defense haben. Kate gut voraus zu sehen, wann ihr Service könnt. Und ihr könnt. Ganz gut nach ein Kajal. Und ein Kajal, den Dreier Block. Ah! Einfach gespielt über den Block, das hätte Team Levert können gesehen, hat sich müssen durch ihn bewegen. Aber nicht schlimm, E-Punkt-Viersprung geht nicht durch für den Match zu gewinnen. Mussten da zwei sehen. Das kann ja technische Fehler gebaut vom Eichner Bitter, vom Burgerchef. Der Ball zu lange an der Hand gehalten. Kann ihn absolut so gesehen. Maximilian Auste. Ja, den Auste auch im Trick um Terra bei den Leitchen auf der Diagonalposition. Jan Lux, das kann den Service mal dran. Max Funk hat Hand drin, Kamiri Schlitzki möchte den Punkt nehmen, möchte nicht den Punkt gehen, ob Nummer sicher. Nächste Phase, läuft Lützburg, ja, das geht auch denn. Jan Lux, nein, gehen wir da die Phase, aber das geht nicht durch, wenn der Ball die andere Seite dann ausgeht. Gut gecatcht. Immer nach E-Punkt. Den Paul Henning. Spielerwissen bei Deutschland, denke ich, für den Block zu verstärken. Nun muss Rezeption kommen. Das geht jetzt auch. Ja, Rezeption ist okay. Von Dominikusi, Kamiri Schlitzki. Mal Steppes raus. Ja, der Ball ist dran. Alle werden auch touchiert vom Block. Also
Matija Gagino und Service. Ja! Da hast du Max Funk, da fehlen ihm einfach ein paar Zentimeter. Camille, das war kein guter Saps. Hallo, sind ja 2 Punkte Vorsprung für Deutschland. Alle das Matchball. Dieter Scholl wirselt nach ein Kaja. Dann auch noch Marol kennt zurück auf den Terrain. Immer aus. Weist den Juge de Ligne an noch den nächsten Arbiter. Noch. Letzter Schoppenterra, Motto Nummer 6, Gilles Bras. Der deutsche Trainer nutzt seinen zweiten Tamar von 30 Sekunden. Sie haben Matchball. Ah, weiter geht der Teil, fünfter Satz, steht 13-14. E-Punkt Rückstand, ob als Deutsch Collegion. Das soll nicht sein, jetzt ist kein Collegion. Hey, in der Schnellsaison E-Punkt hierbei, let's go. Da wickelt der Ball. Gilles Bras kann er schließt. Ja, der beste Punkt. Voilà. Und nochmal geht in Mol 4 holen. Sonne Pferdeschei. Matchball aufgewehrt. Echt ein guter Service von Kamil Schlitzki. Und dann noch der Punkt mit der Attacke gemacht. Lo. Noah's Wutgeld, 14-14, 2 Punkte in Avance für den Match zu gewonnen. Lenkt ihm nach ein Kehr, guten Service. Ja, der war ganz gut, aber auch gut. Rezeption, sehr gespielt hat mit. Arno Marold, Ricke Pereira, Team Lava, Toucheyat, Urwin Fanger. Ball ist noch weiter am Spiel. Arno Marold, Relanceia, Gibras, Kamil Schlitzki, Mata Ferner, dann ist der Matchball für das letzte Boyer. An der Publik, der steht. Für diesen Matchball führt Litzebäuer Kamil Schlitzki um Service. Das geht kein aus, aber der Ball geht ganz nur. Chris Zolpersch kriegt den Ball nicht auf die Bühne. Lo, der Block. Ne. Dominik Kusi macht der Defense. Team Lavat. Ne, auch nicht. Und das ist ein Fehler von den Deutschen. Den er da meinschlägt, das sind Litzebäuer hier Revanche-Hölle von 4 und 2 Uhr. An der Gymnast, die steht. Und hier sind wir bei den Emotionen vom technischen Direktor Burkhard Tisch und auch dem Headcoach von der Luxembourg, Dieter Scholl.
Hey, ich kache alle zwei natürlich Deutschland. Sie freuen sich natürlich. Geht der Favorit. Deutschland hat gewonnen zu eng. Ein Top-Equipe, die alle gut echt Bundesliga spielen. Die viel mehr gespielt sind. Wie heißt Lützebäuer, wo der Kamerin Schnitzki auch noch den Chris Deutberg recht heute Morgen beim Training mit dabei waren. Sensationelle Leistung. An der Gymnastin weist sein Respekt mit Standing Ovations. Hallo gleich, hören wir nach die ein oder andere Reaktion von einem Lützebäuer. Bei Melo ein ganz Mitte Max Funk. Max, du hast halt viel müssen laufen, aber ich meine, es hat gelohnt. Ja, boah, also wir hatten nicht gedacht, dass wir so wie viel spielen. Gewonnen, haben wir zwar gehofft, aber zuerst hat es nicht der hat für uns zwei Jahre schon gegen eine ähnliche Equipe gespielt, die wir zwar 19 von Deutschland und nur da knapp verloren. Hat nur 3-2 gewonnen, kann ich das als Revanche konsidieren? Ich finde es direkt Revanche, so ich die Woche so, dass wir uns verbessert haben. Wir spielen besser zusammen mit mir. Wir haben Leute aus dem Ausland kommen, die einfach durch ihre Erfahrung sammeln und schmecken das einfach, dass unser Kind einfach besser spielt. Wer hat so aufgeschwärmt, dass du heute mehr Spiele und Dinge sonst kriegen, wie unser Kapitän, der Gilles Braz, oder wer hat der Trainer seine Decision? Ich muss nur sagen, dass der Kapitän nicht aufhängt, weil ich die Hälfte ist. Wir haben so ein bisschen das ist vielleicht bei wieso mehr über den 1,83 Meter, aber ein sensationeller Block auf dem Konto. Ja, boah, ich meine, beim 1er Block, da sind wir ein bisschen Schuss. Merci, Max. Mur geht gegen Aserbaidschan. Was tut ihr Stufe 4 geholt? Die hat schon ein Testmatch gegen sie gemacht, aber ich denke, Mur wird einfach ein bisschen anders ausgesehen. Also, 4 Gold muss man schon reichen, wir treffen wohl ein paar Konzentrate. Okay, merci, Max Funk. Gucken wir mal, ob wir gleich noch eine Reaktion hier für ein Mikro kriegen.
So, bei mir. Moment, das Mikro ist noch nicht tun. Voilà. Bei mir dann noch den Jan Lux. Jan Lux, du spielst hier in der Schweiz. Ich gebe mal so ein Datei, also ein Niveau, den du nicht so dankst gesagt. Also das, ja klar, also das wird sich erinnert. Also man muss auch so ein bisschen Problem an der Saison oder wie das ist gut darf. Ja, natürlich, ein Teil ist schlacht, der drüber. Ich gesehen aber, dass ich in der Schweiz richtig schlacht und nicht überall soll. Du warst eh von der routiniertste Spieler an der Luxemburger Equipe. Heute kann ich eigentlich mängelig sagen, dass die Herde sich gelohnt hat. Ja, auf alle Fall. Also wenn ich nur die Entwicklung gucke, über die letzten 10 Jahre, das ist immens. Also wenn ich gucke, die Kugel fahren wollen, die Kugel Ja, das ist nicht selbstverständlich, dass ich sage, unterstütze. Also, aber eigentlich nicht nur der Staff, den du für Merci gesucht musst, mit den noch für einen Spieler, die aber auch die irgendwo den oder anderen Opfer bringen, zum Beispiel nur zwischen den Feierdisch zu trainieren. Also, viel kann ich mir vorstellen, dass das nicht einfacher ist, auch Silvester in der Jungstag, kann ihn sich auch anders vorstellen. Trotzdem, Silvester in der Jungstag auch geschwärt, nur an Ivermur, was erwartest du? Ja, also, das war auf jeden Fall. Ich bin Niveau weiter vorgegeben, auch du gefangen, nur im Club, beim nächsten Match auf Turnier, also ich kann noch eine Sache besser machen, ganz klar. Ich hätte aber auch noch dieselbe, es sind schon viele Leute in der Weg raus aus dem Gymnasium da guckt. Die wollen natürlich vielleicht noch erzählen, ob den gratis Park entreit. Trotzdem wollen wir die aber auch invitieren für Mur und für Ivermur. Was gibst du denen so? Ja, ich meine, ich habe den auch Heibar gesehen, das hat mir Spaß. Nur zu gucken für Zuschauer, das kannst du ein bisschen nerven. Also, das ist nicht so einfach wahrscheinlich. Ich Spaß. Aber ja, kommt, alle gut. Wir freuen uns auch drüber, falls er dann aber nicht so können kommen, weil der familiäre Verpflichtungen oder so sehe ich ihn etwas heute. Dann geht es noch immer der Livestream, produziert von sportstreaming.lu, den gewiesen wird auf rtl.lu und du mal da so mehr für heute Abend. Merci an Eddie.